Ciao zu Vegan Kochen mit Timo hier bei Lidl. Wir reisen heute mal wieder nach Bella Italia, denn es gibt Spaghetti mit Basilikum Pinienkernpesto. So, Freunde, im ersten Schritt müssen wir hier das Salzwasser aufkochen. Ja, und ich sage immer, das Nudelwasser muss schmecken wie das Mittelmeer. Nur dann ist es wirklich italienisch. Deckel wieder drauf und ja, das Schöne ist, auf dem Gasherd kocht es auch richtig, richtig schnell. So, die Pinienkerne hier in einer Pfanne. Ja, ohne Öl schön anrösten von jeder Seite. Geht auch wirklich super flott, da muss man wirklich dabei bleiben. Dazu kommen jetzt noch ungefähr 50 Gramm Mandeln. Und weiter rösten. Mandeln und Pinienkerne in ein Tellerchen oder eine Schale geben, damit die auskühlen können, weil in der Pfanne, da röstet es natürlich auch noch nach. So, Nudeln einmal aufmachen und im kochenden Salzwasser ungefähr 9 Minuten kochen. Und damit wir das Ganze nicht überkocht, lege ich immer so den Holzlöffel auf den Rand. So, Basilikum abschneiden. Ja, frisch vom Topf. Und einmal hier von den Stielen zupfen. Knoblauch schälen. Zack, vielleicht hier unten noch abschneiden. So, jetzt kommen alle Zutaten hier in so einen Messbecher. Basilikum, Knoblauch, die Nüsse. Würzen mit Salz und Pfeffer. Zack. Und dann geben wir Olivenöl drauf. Und mixen das Ganze mit dem Stabmixer ordentlich durch. So, Zitrone halbieren und dann noch mal ein bisschen dazugeben. Die Ascorbinsäure aus der Zitrone macht es einmal haltbar und sorgt dafür, dass es schön grün bleibt. Um Lebensmittelabfälle zu vermeiden, könnt ihr, wenn am Ende was übrig bleibt, die Pesto in Eiswürfelform einfrieren und dann portionsweise zu eurer Pasta geben. Mega, mega Tipp. So, Pasta anrichten hier in den Teller. Seite schieben. Kann man hier Pesto drauf machen. Nicht zu sparsam. Und oben drauf nochmal ein bisschen als Topping den leckeren Reibegenuss. Und hier, was fürs Auge, ein bisschen Dekoration. Mmh. Die bekommt es in Neapel nicht besser.